Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich würde mich natürlich wieder darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung geben würdet. Und wenn ihr kein Vorschau-Video verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Das Biest, wie sie einige nennen, alias Ariane, hat einen Plan. Sie will Christoph glauben lassen, dass Karl noch am Leben ist. Mit Hilfe einer Software gelingt es ihr, Karls Stimme zu imitieren, und sie fingiert einen Anruf am Fürstenhof. Dabei bemerkt sie allerdings nicht, dass sie von Erik beobachtet wird. So ging heute die 3497. Folge zu Ende. Doch wie geht es morgen um 15.10 Uhr weiter? Ariane erklärt Erik alles, doch wie wir alle wissen, mit viel Lügen. Erik glaubt das alles, doch setzt Ariane weiter unter Druck. Wenn sie ihm nicht den PR-Job gibt, erzählt er Christoph, was er gesehen hat. Ariane glaubt Erik aber nicht, dass er sie verrät. Erik erzählt Christoph etwas. Was genau Erik Christoph erzählt, heben wir uns mal für den zweiten Teil in meinem nächsten Video auf.